dass ich jetzt einfach deine Gedanken, deine Worte bekomme. Einfach, wo ich eigene Sachen vorbereitet habe, durchkreuze sie, verändere sie nach deinem Herzen, Herr, dass wir heute wirklich hören können, was du dir vorbereitet hast für jedes einzelne Herz. Ich bete auch, dass die Herzen geöffnet sind für deine Botschaft, Herr, und dass wirklich deine Perspektive auf dieses Thema sichtbar wird für jeden Einzelnen von uns. Herr, du bist wirklich Liebe. Und wir lieben dich, Herr. Amen. Amen. Genau, ich hatte eben so den Eindruck im Lobpreis bekommen, dass ich als allererstes erstmal das nochmal aussprechen soll, wie wertvoll jeder Einzelne ist, der heute Morgen hier ist und der auch in Brunsbüttel und Dithmarschen lebt. Und das möchte ich auch dir bei YouTube nochmal ganz besonders zusprechen. Du bist wertvoll und du bist gesehen von Gott und du bist Gott wichtig. Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir das als eine Grundlage haben für alles, was wir machen. Und auch für diese Predigt. Und die bei WhatsApp in der Gruppe sind, haben schon gesehen, das Thema ist Himmel und Hölle. Und die mich schon ein bisschen länger kennen oder auch die Predigten von mir kennen, wissen, dass ich immer gerne einen Fokus auf das Reich Gottes lege oder die Reich Gottes Perspektive versuche einzunehmen und zu betonen und so die Herrlichkeit Gottes in den Vordergrund stellen möchte. Und das hat auch einen Grund, dass ich so das Reich Gottes versuche, darüber mehr zu sprechen, als jetzt zum Beispiel über die Hölle. Auch wenn ich die Hölle immer mal wieder so benenne und auch darüber hier und da was sage. Aber meistens ist doch das Reich Gottes so im Vordergrund. Ne? Und den Grund dafür, den werdet ihr gleich auch erfahren. Das ist nämlich nicht ein Zufall, sondern das ist ganz bewusst so gewählt. Wir müssen trotzdem feststellen, dass die Hölle ganz klar eine biblische Realität ist, in der Bibel ganz klar beschrieben wird und nicht nur von Jesus, sondern auch von den Propheten oder von Paulus. Also sie kommt immer wieder vor. Und da habe ich so gedacht, ist es doch ganz gut, ja, wir wollen das Reich Gottes klar in den Vordergrund stellen, aber wir müssen ja trotzdem auch mal ein bisschen was über die Hölle erfahren und lernen, was ist darunter überhaupt zu verstehen. Wenn wir feststellen, das ist gar nicht so ganz einfach und ganz eindeutig, deshalb eben auch diese Predigt, Leute. Und außerdem deshalb, weil ich eben auch Anfragen bekommen habe, hey Achim, so ein bisschen zwischen den Zeilen, sprich doch mal ein bisschen mehr über die Hölle. Okay, machen wir. genau, aber eigentlich ist es tatsächlich gar nicht so unbedingt ein Thema zum Lachen, sondern das werden wir feststellen, es ist ein ernstes Thema. Ich möchte erstmal damit anfangen, einfach zu erklären, was können wir überhaupt unter Hölle verstehen, was können wir auch unter Himmel verstehen, so von der Bibel her. Dann auch, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Reich Gottes und Himmel? Ist das überhaupt das Gleiche oder gibt es da einen Unterschied? Dann wollen wir eben nochmal auf diesen Aspekt eingehen. Wie ist das in der Bibel oder gerade im Neuen Testament so verteilt? Wird dort mehr über den Himmel und das Reich Gottes gesprochen oder mehr über die Hölle? Ne? Das schauen wir uns an. Und dann eine ganz wichtige Frage, die auch wahrscheinlich viele von euch haben, die ich auch habe und versuche euch eine Antwort zu geben. Wie kann ein liebender Gott zulassen, dass Menschen überhaupt in die Hölle kommen? Das ist eine Frage, die haben ganz viele Menschen. Die geht meistens einher mit, warum lässt Gott Leid zu und all diese Themen. Wollen wir auch drauf eingehen. Und ganz am Schluss, wie kann ich sicher sein, dass ich nicht in die Hölle, sondern in den Himmel komme? Das heißt, ihr merkt schon, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen für heute. Deshalb auch die Einladung, gerne einfach Bibelstellen zum Beispiel mitzuschreiben oder sie selber natürlich auch gerne nachzuprüfen. Sondern es ist immer wichtig, dass ihr selber auch prüft, was hier gelehrt wird, also nicht nur hier, sondern überall. Genau, und eigentlich ist es halt so, dass dieses Thema wirklich eigentlich ein ganzes Seminar bedürfte, wie so oft, ne, dass wir es komplett abdecken. Deshalb ist heute halt wirklich nur ein Überblick. Das heißt, wir gucken uns so verschiedene Hauptaspekte an. Und dann wollen wir auch mal direkt starten. Wollen wir uns mal anschauen, wie es jetzt in der Bibel ist mit der Hölle. Fangen wir mal mit einer Frage an. Wie viele verschiedene Worte vom Urtext her gibt es denn für das, was wir in unseren Übersetzungen als Hölle lesen? Weiß das jemand? Fegefeuer. Genau, ich meine jetzt so vom Urtext, beziehungsweise so von Begriffen, die dafür oft verwendet werden. Also da gibt es verschiedene Ausdrucksformen oder Begriffe. Jemand vielleicht eine Idee? Weil es ist. Genau, das ist schon mal einer. Genau. Hades. Ja. Genau. Des Feuers. Genau. Das sind so die. Ja. Ja, genau.
Das sind so die Begriffe. Das heißt, wir merken eigentlich schon, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, es gibt gar nicht nur einen Begriff für Hölle. In ganz vielen deutschen Übersetzungen ist es immer als, steht da immer Hölle, aber wenn du in den Urtext guckst, merkst du, da sind verschiedene Begriffe. Und es kann sein, dass diese verschiedenen Begriffe auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Ne? Fangen wir mal an mit einem Begriff Hades, der wurde eben schon genannt. Das ist in der griechischen, also im Neuen Testament, der griechischen Übersetzung, wird halt oft mit Hölle übersetzt. Und das ist an sich einfach ein Ort der Toten. So, da steht erst einmal, es ist kein Begriff, wo unbedingt Menschen jetzt bestraft werden oder so, sondern es ist einfach ein Ort, wo die Toten sind. So. Dann haben wir den zweiten Begriff Sheol, und das ist im Hebräischen, und das beschreibt eigentlich das Gleiche. Das ist einfach ein Ort da, wo halt die Toten sind. Und das ist halt einfach nur das hebräische Wort für Hades, könnte man eigentlich sagen. Es sind auch verschiedene Sprachen, die das wissen. Das Alte Testament ist hauptsächlich Hebräisch und das Neue Testament ist hauptsächlich in Griechisch geschrieben. Und beides beschreibt einen Ort der Toten, beziehungsweise man kann auch so weit gehen, der Dunkelheit und der Verlassenheit, der Einsamkeit. So, das ist dieser Bereich. Und dann gibt es den anderen Bereich, und da ist ein weiteres Wort, das hat jetzt, glaube ich, keiner von euch hier genannt, Gehenna. Habt ihr vielleicht mal gehört, die Bibel kennen. Das ist ein Ort, den hat es tatsächlich, oder also den hat es im Physischen, gibt es den. Das ist halt ein Ort neben Jerusalem. Da wurden damals, das war im Prinzip die Müllhalde. Da wurde Unrat hin entsorgt, Müll, da war, wurden Sachen verbrannt, da wurden auch ja, biologische Dinge verbrannt. Also einfach ein Ort, wo der Unrat ist. Und gleichzeitig ist dieser physische Ort auch gleichzeitig ein Bild für eine geistliche, für einen geistlichen Ort gewesen, nämlich eben für diesen Ort der Bestrafung. Ne? Und dann gibt es eben auch noch den Begriff, das wurde auch gesagt, der See des Feuers oder Feuersee. Und das ist eine Beschreibung, die man häufig in der Offenbarung liest. Und dieser Ort wird auch als ein Ort der Bestrafung dargestellt. Ne? Und da könnte man so weit gehen und sagen, wenn Gehenna dort steht oder Feuersee, dass das eigentlich das Gleiche ist. Ein Ort der Bestrafung. Ein Ort der Qual und des Schreckens. Und erst einmal, so auf den ersten Blick, erstmal nicht das Gleiche wie dieses Sheol und Hades, ne, der Ort des Todes. Das sind also irgendwie, da sind Unterschiede. Und dann schauen wir uns jetzt mal zwei Bibelverse an, wo das Reich der Toten, also Hades, Sheol, wo das so beschrieben wird, damit wir ein bisschen Kontext bekommen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 27, da sagt der Petrus in seiner Pfingstpredigt, da zitiert er den Psalm 16, Vers 10 und sagt, denn du wirst mich nicht dem Totenreich, in Klammern Hades, überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Ja, das bedeutet, Petrus ist sich da sehr sicher, er gehört zu Jesus, deshalb kommt er nicht in dieses Reich der Toten oder in diesen Hades. Das ist schon mal ein wichtiges Merkmal. Wenn wir zu Jesus gehören, dann werden wir nicht in dieses Totenreich kommen. Aha. Nächster Vers ist Lukas 16, Vers 23. Das ist diese Geschichte von dem armen Mann und Lazarus. Also der reiche Mann und Lazarus. Also, und der reiche Mann ist dort auch im Hades. Aber jetzt ist interessant, dort steht, dass er Qualen erleidet. Und das ist ja interessant, weil wir haben ja zuerst eigentlich so ein bisschen gedacht, das sind vielleicht zwei unterschiedliche Sachen. Hades, Totenreich und Feuersee und Qualen. Aber hier scheint es irgendwie in einem Atemzug oder in einem Vers genannt zu sein. Könnt ihr gerne mal nachgucken, Lukas 16, Vers 23. Ne? Der reiche Mann leidet Qualen und er ist im Hades. Dann ist es auch noch eine interessante Stelle in 1. Petrus 3, Vers 19. Da geht es darum, dass Jesus, nachdem er gestorben ist, in den Hades, in dieses Totenreich gegangen ist und dort das Evangelium gepredigt hat. Und wenn man den Kontext ein bisschen liest, wird man verstehen, es geht hauptsächlich um die Menschen im Prinzip vor dem Kreuz. Also alle Menschen vorher, die hatten ja im Prinzip keinen Zugang zum Evangelium. Und zu denen ist Jesus im Prinzip in dieses Totenreich gekommen, hat ihnen das Evangelium gepredigt und hat dadurch ihnen die Gelegenheit gegeben, auch ja, Teil seines Reiches zu werden und gerettet zu werden. Das ist mein Verständnis davon. Genau. So, das sind jetzt erstmal so ein paar Sachen rund um Hades. Jetzt gehen wir mal auf die
noch etwas heftigere Variante zu, nämlich diesen Feuersee und diesen Ort der ewigen Bestrafung. Matthäus 13, Vers 50. Dort beschreibt Jesus diesen Ort der Bestrafung. Da sagt er, dann werden sie die Gottlosen in den brennenden Ofen werfen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Das hört sich richtig, richtig übel an, finde ich. Und es hört sich nach Bestrafung an. Und Jesus spricht davon. Jesus, der Gott der Liebe. Werden wir gleich nochmal darauf eingehen, wie das zusammenpasst. Matthäus 25, Vers 41. Jesus spricht hier vom Tag des Gerichts und sagt, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Hui. Also irgendwie ist da ein Ort, der wirklich diesen Feuersee repräsentiert, diesen Ort der Strafe, diesen Ort der ewigen Qual. Und wir haben jetzt gerade gesehen, dass scheinbar der reiche Mann im Hades war und auch Qualen erlitten hat. Und dann gibt es eben, ich habe das vorhin schon gesagt, in der Offenbarung noch einige Bibelstellen, oder gerade in der Offenbarung wird noch relativ viel davon geschrieben, gerade am Ende, zum Beispiel Kapitel 19, Vers 20, wo wir darüber lesen, wie dann dieser falsche Prophet und das Tier, was damit dann beschrieben ist, in den Feuersee geworfen werden. Und interessanterweise, wenn man sich Lukas 8, Vers 31 anschaut, dort ist zum Beispiel die Austreibung von Dämonen von einem Besessenen beschrieben, der aus den Grabhöhlen kommt. Ihr kennt die Geschichte, wo dann diese Dämonen in Vers 31 Jesus bitten, bitte schick uns nicht in den, und dann steht da ein weiteres Wort, Abgrund. Das ist nämlich auch noch ein weiterer Begriff, wo wir halt dann im Prinzip Hölle lesen oftmals. Aber dieser Abgrund ist im Prinzip das, was wir im Prinzip hier mit Feuersee übersetzen können. Das ist das Gleiche, dieser Abgrund. Also die Dämonen haben selber Angst, in dieser Hölle zu sein, in diesem Ort dieser Bestrafung zu sein. Und manchmal hat man ja so diese Vorstellung, dass da irgendwie der Teufel derjenige ist, der irgendwie der Herr über die Hölle ist. Der Teufel ist nicht der Herr über die Hölle. Der hat selber Angst vor der Hölle. Der hat selber Angst vor diesem Feuersee. Das lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 20, Vers 10, wo steht, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Teufel ist nicht Herr über die Hölle. Wer ist Herr über die Hölle? Jesus, genau. Krass. Offenbarung 1, Vers 18. Er hat die Schlüssel. Und dann gibt es in der Offenbarung noch einen interessanten Vers, den ich interessant finde. Offenbarung 20, Vers 14, aber auch 15 zusammen. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buche des Lebens eingeschrieben ist, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 21, Vers 8, hier wird es nochmal konkreter. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen, sagt Jesus hier, und mir den Rücken gekehrt haben, die ein Leben führen, das ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell unmoralisch leben, allen, die Zauberei treiben und Götzen anbeten, den Lügnern und Betrügern, sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Wie ich das verstehe, das ist so mein Verständnis. Das Ding ist, wir haben im Prinzip schon viele Verse, die über Himmel und Hölle gehen, aber es gibt jetzt nicht so eine ganz, eine mathematische Definition davon, was das genau ist. Wir lesen so quasi wie so Puzzleteile, die uns verschiedene Aspekte zeigen, und dann müssen wir im Prinzip selber so ein bisschen überlegen, wie passt das zusammen. Mein persönliches Verständnis ist folgendermaßen: Wir sehen definitiv Hades und dieser Feuersee, das hängt irgendwie zusammen, aber gleichzeitig sind es auch irgendwie Unterschiede. Das eine ist so ein Ort der Finsternis, der Einsamkeit, des Alleinseins, ich sage mal auch der Depression. Das andere ist wirklich ein Ort der Bestrafung. Und hier in der Offenbarung lesen wir, dass am Ende im Prinzip dieser Ort, dieser Hades, dieses Ort, dieses Totenreich mit in den Feuersee hineinkommt. Das bedeutet, am Ende ist das im Prinzip alles eins. Oder auch andersrum ausgedrückt, am Ende der Tage wird
dieser Ort der Bestrafung in einer Vollkommenheit, sozusagen von der negativen Seite, Vollkommenheit, so quasi das gesamte Totenreich ausfüllen. Das ist das, was die Bibel hier so aus meiner Sicht sagt. Und das ist grauenhaft. Und jetzt kommen wir nämlich auch gleich mal zum Himmel, wo wir auch noch über den Himmel sprechen. Eins ist ganz, ganz sicher, wenn wir diese ganzen Sachen lesen. In der Hölle, das ist kein Ort des Feierns. Also, habe ich auch schon mal gesagt, so die Leute, mit denen ich manchmal auf Wacken spreche, die stellen sich das so vor, dass sie dann in die Hölle kommen, weil da ist ja die Party. Genau. Da ist es schön warm und da werden sie ordentlich feiern und saufen und so. Nee, das ist garantiert kein Ort der Party. Das ist ein ganz, 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 ganz grauenhafter Ort der Einsamkeit und der Qual. Und es ist definitiv, wie es ganz genau aussieht, wie auch immer es aussieht, ganz genau, es ist definitiv kein Ort, wo irgendein Mensch gerne sein möchte. Das kann ich dir garantieren. Der Ort des Feierns und sogar des Weintrinkens und der Freude, das ist der Himmel. Tatsächlich. Da wird genau das alles sein. Da wird Freiheit sein, da wird Freude sein, Herrlichkeit sein. Matthäus 6, 1, 9 bis 10, da sehen wir natürlich zum Beispiel vom Vater Unser, dass der Himmel ein Ort ist, an dem im Prinzip die Gegenwart des Vaters ist. Wir beten zum Vater und sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Johannes 14, 2 bis 3, Jesus sagt dazu den Jüngern, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, also im Himmel. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Das heißt, Jesus bereitet im Himmel so wie Wohnungen vor, wie, ja, wird einfach großartig sein. Er bereitet alles vor für diejenigen, die an ihn glauben und die ihn angenommen haben. Lukas 23, 43, am Kreuz versichert Jesus dem reuigen Verbrecher neben ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist auch ein wichtiger Vers. Für mich ist hier Paradies gleichbedeutend mit Himmel. Und das ist auch ein wichtiger Vers, weil es gibt manchmal Leute, die haben so Denken, naja, wenn ich jetzt sterbe, vielleicht komme ich ja erstmal noch in dieses Totenreich, wo ich jetzt erstmal noch eine halbe Ewigkeit warten muss, irgendwie, keine Ahnung, bis Jesus wiederkommt oder so, und dann werde ich vielleicht auch im Himmel sein. Nee, hier aus diesem Vers kann man zum Beispiel sehr gut sehen, dass in dem Moment, wo du hier die Augen zumachst, wirst du sofort bei Jesus, wirst du sofort im Himmel sein. Du wirst also nicht erst noch ein paar Jahrhunderte oder wie lange es auch immer dauert oder ein paar Jahrzehnte warten müssen, bis Jesus wiederkommt. Das ist doch eine richtig, richtig gute Nachricht auch. Genau, und in Offenbarung 21, 1 bis 4, da lesen wir im Prinzip von einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Und was ein wichtiges Merkmal davon ist, ist, dass dort kein Schmerz sein wird. Da wird keine Einsamkeit sein. Da wird kein Geschrei sein. Da wird kein Leid sein. Also alles das, was in diesem, auf der einen Seite in der Hölle quasi ist, in diesem Totenreich oder auch in diesem Feuersee, genau das Gegenteil davon wird sein im Himmel und im Reich Gottes. Da wollen wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was das eigentlich ist. Aber wir sehen einen richtig, richtig krassen Gegensatz von diesen beiden Seiten. Und da komme ich jetzt zu der Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Reich Gottes und dem Himmel? Beim Reich Gottes kann man schon mal sagen, es ist auch jetzt schon hier, weil Jesus hat gesagt, dass es mit ihm angebrochen ist. Mit ihm hat es angefangen. Es ist aber noch nicht quasi vollkommen überall in der Fülle sichtbar. Es ist aber etwas, was da ist und was sich so mehr und mehr und mehr ausbreitet. Jesus hat unzählige Gleichnisse darüber, wo er immer wieder davon erzählt, dass es etwas ist, was ganz klein ist am Anfang, also sprich mit ihm quasi als eine Person so angefangen hat und dann mehr und mehr und mehr und mehr wird und sich so durch alles so durchzieht und größer wird. Und es ist kein physischer Ort, das ist auch wichtig. Das Reich Gottes ist nicht zwangsläufig im Vatikan, da wo der Papst jetzt ist. Das ist nicht irgendwie unbedingt das Reich Gottes, vielleicht manchmal auch so gar nicht, sondern das Reich Gottes ist überall da, wo der Wille Gottes repräsentiert und ausgelebt wird. Das heißt, da wo Menschen den Willen Gottes leben und widerspiegeln, wo sie einfach nach dem Herzen Gottes leben. Das ist im Prinzip Reich Gottes. Das heißt im Prinzip, es kann mal da sein, mal da, mal da. Es kann mal eine Zeit lang da sehr, sehr stark zu sehen sein. Dann wird es vielleicht wieder ein bisschen weniger und wird es woanders wieder mehr zu sehen. Das ist also nicht so statisch. Und der Himmel, das ist ein Ort,
an den wir, oder in den wir, das wird so beschrieben in der Bibel, ein Ort, in den wir hineinkommen, wenn wir hier quasi die Augen zumachen und an Jesus glauben. Das ist die Voraussetzung, weil nur durch Jesus Christus haben wir Zugang zum Vater und damit eben auch zum Himmel. Es ist ein Ort, wo Gott in seiner ganzen Fülle sichtbar ist und seine gesamte Herrlichkeit wiedergespiegelt wird. Das ist der Himmel. Und für mich ist es so ein Stück weit so, dass das Reich, dass der Himmel im Prinzip das Reich Gottes in Perfektion und in Vollkommenheit ist. Das heißt, hier, wo wir jetzt quasi auf der Erde leben, wie schon gesagt, ist das Reich Gottes überall hier und da zu sehen. Insgesamt wird es schon größer, aber es ist immer noch ein, ich sag mal, es fluktuiert so ein bisschen, es schwankt, es ist mal mehr, mal weniger an einigen Orten oder auch in unseren Herzen, in unserem persönlichen Leben. Aber im Himmel ist das im Prinzip in einer perfekten Variante. Also es gibt dort kein Hin und Her mehr, sondern es ist wirklich vollkommene Herrlichkeit, vollkommene Gnade, vollkommene Liebe, vollkommenes Leben, vollkommenes Glück. Dort ist kein Leid, keine Depression, keine Krankheit. All das gibt es nicht im Himmel. Da gibt es wirklich Gesundheit, Freude und Leben. Und für mich, wenn ich jetzt mal von dem, was ich jetzt hier gesagt habe, einfach nochmal versuche, so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen. Ich habe mal so überlegt, weil das ja doch vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist, das zu greifen, was für ein Bild könnte man nehmen, um das Ganze so zu beschreiben. Und für mich ist, musste da an so ein Spiegelei denken. Beim Spiegelei ist es so, da hast du ja außenrum im Prinzip so das Eiweiß, wenn du es in die Pfanne tust, und in der Mitte ist halt so dieses Eigelb. Und so sehe ich das. Wie ihr wisst, jedes Bild ist immer nur ein Ansatz, es ist nie perfekt, aber für mich ist es so ein Stück weit so, zum Beispiel im Reich Gottes, das ist so wie das Ganze, dieses Eiweiß, ne, das ist so von außen rum und das Eigelb ist im Prinzip, wo das so konzentriert ist, wo dieses Reich Gottes in Perfektion zu sehen ist. Und genauso, quasi als negative Variante, hast du im Prinzip diesen Hades und diesen Feuersee. Der Hades ist im Prinzip auch wie ein Ort der Einsamkeit, der Finsterheit, wo relativ viele sein werden leider. Und dieses Eigelb wäre in dem Prinzip quasi das negative Extrem, also dieser Ort wirklich der Bestrafung, dieses Feuersees. Und das ist im Prinzip wie so ein Negativbeispiel vom Reich Gottes und vom Himmel her. Und ja, also mir hilft das einfach, solche Bilder sich vor Augen zu malen, so kann ich es ein bisschen besser begreifen, weil wir müssen verstehen, dass das hauptsächlich geistliche Realitäten sind, die wir aber mit unseren menschlichen Worten versuchen zu beschreiben, die ja immer relativ begrenzt sind. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem nächsten Punkt, und zwar, wie oft hat Jesus und Paulus, wie oft haben die jetzt eigentlich über das Reich Gottes gesprochen und wie oft haben sie über die Hölle gesprochen? Und da gibt es ja klare Statistiken, nämlich über das Reich Gottes hat Jesus zum Beispiel an 192 Stellen gesprochen in der Bibel und über die Hölle hat er 60 Mal gesprochen. Das heißt, wir haben ungefähr, je nachdem wie man zählt, man kann zum Beispiel das Reich ist 192 Mal, Reich Gottes ist 122 Mal. Also je nachdem wie man zählt, 2 bis 3 Mal hat Jesus häufiger über das Reich Gottes gesprochen als über die Hölle. Das ist zum Beispiel ist einfach eine Statistik von dem, was aufgeschrieben wurde. Bei Paulus ist es sogar noch heftiger, der hat an 54 Stellen über das Reich Gottes gesprochen und nur 11 Mal über die Hölle, also 5 Mal mehr über das Reich Gottes als über die Hölle. Und das sagt mir etwas. Das zeigt mir nämlich, worauf soll ich meinen Fokus legen? Der Fokus ist die Herrlichkeit Gottes, ist das Reich Gottes, ist das, was er für uns Menschen vorbereitet hat, es ist seine Liebe und seine Zuwendung. Gleichzeitig lassen wir das andere aber nicht aus, sondern ja, es gibt natürlich auch die Gegenseite und die muss benannt werden und die muss auch so wie heute zum Beispiel einfach auch mal ganz klar dargelegt werden. Aber grundsätzlich ist unser Fokus, wir wollen nicht Menschen irgendwie zu einer Entscheidung für Jesus führen, weil sie Angst haben, sondern es ist aus Liebe. Es ist immer ein Vater, der aus Liebe seine Hand uns zustreckt. Und wir können diese Hand ergreifen. Aber da kommt sicherlich gleich die Frage in dir auf, wie denn jetzt, also es ist ja alles schön und gut, aber wie kann denn jetzt überhaupt ein liebender Gott überhaupt zulassen, dass es so eine Hölle gibt? Wieso? Und wenn sogar Jesus die Schlüssel dazu hat, könnte er nicht einfach sagen, ich schließe die Hölle jetzt ab und keiner kommt mehr rein und alle kommen jetzt einfach in den Himmel. Könnte er das nicht sagen und wäre das nicht vielmehr auch ein liebender Gott, wenn er das machen würde? Ist eine berechtigte Frage. Ist auch gar keine einfache Frage. Aber diese Frage lässt etwas Wichtiges außen vor, nämlich das Wesen Gottes.
Und das Wesen Gottes, es ist Liebe, aber es ist eben auch Gerechtigkeit, genau. Es ist Liebe und Gerechtigkeit. Das heißt, Gott ist 100% Liebe und 100% gerecht. Und das widerspricht sich nicht, sondern das ist eins. Und der Mensch lässt also oft diese Realität außer Acht, dass Gott nicht nur Liebe ist, sondern auch Gerechtigkeit. Und er lässt auch einen weiteren Aspekt außer Acht, nämlich das wahre Wesen des Menschen. Das wahre Wesen des Menschen nach dem Sündenfall ist nämlich keine Liebe und keine Gerechtigkeit, sondern es ist Ungerechtigkeit, Selbstsüchtigkeit, Lieblosigkeit. Das ist die Natur des Menschen. Du sagst, nee, das glaube ich nicht. Schau dir die Welt an. Schau dir an, wohin die Menschen sich selber und diese Welt gebracht haben. Und wenn ich dann die Frage stelle, warum lässt Gott das zu, dass Menschen in die Hölle kommen, dann gehe ich ja davon aus, dass die Menschen das gar nicht verdient haben. Weil da kommt meistens die Frage her, wie kann ein liebender Gott zulassen, dass die armen Menschen, die doch so gut sind, dann in die Hölle kommen. Und hier ist genau der Fehler. Die Menschen sind von sich aus eben nicht gut. Sie haben es von sich aus nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Wir überschätzen ganz oft unsere eigene Güte, unsere eigene, wie toll wir sind, das überschätzen wir. Und wir unterschätzen ganz oft, wie gut und liebevoll Gott ist. Und da liegt im Prinzip so meistens der Knackpunkt an dieser Frage. Und wie gesagt, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, werden wir auch relativ schnell feststellen, ja, auch in meinem Leben, in jedem von unserem Leben, war und ist immer mal wieder auch Rebellion gegen Gott zu sehen. Da ist Lieblosigkeit zu sehen, da ist Selbstbezogenheit und Egoismus zu sehen. Diese Dinge sehen wir alle in unserem Leben, wenn wir mal wirklich ehrlich sind. Und dann haben wir eigentlich schon die Antwort. Weil bei Gott, der 100% Liebe ist, aber er ist auch 100%ige Gerechtigkeit, kann man eben nicht bestehen, wenn auch nur ein winziges bisschen irgendwie nicht 100% nach seiner perfekten Gerechtigkeit dem entspricht. So, und jetzt kommt die gute Nachricht. Denn Gott hat in seiner unfassbar großen Liebe nämlich auch eine Möglichkeit geschaffen, wie wir als Menschen, die wir eigentlich nicht es verdient hätten, in den Himmel zu kommen, trotzdem eine Möglichkeit bekommen. Du musst dir das so vorstellen, die Menschen haben sich entschieden, ne, ich will nichts mit Gott zu tun haben, ich bin doch mein eigener Gott, ich kann selber entscheiden, ich weiß selber, was besser für mich ist, da brauche ich keine Bibel für, brauche ich keinen Gott für, da brauche ich keinen Pastor für, da brauche ich keine Gemeinde für, ich weiß schon selber, was für mich das Richtige ist. Und so denken ganz, ganz viele Menschen. So denken eigentlich fast jeder Mensch. Und Gott ist jetzt in seiner Liebe trotzdem zu den Menschen, die so da stehen, gekommen, gesagt, ja, ich sehe das und ich liebe dich so sehr, auch wenn du dich mit Händen und Füßen wehrst, ich liebe dich so sehr, dass ich, obwohl du mich hasst, obwohl du dich von mir abwendest, meinen geliebten Sohn für dich hingebe, dass du ihn annehmen kannst und du dadurch trotzdem zu mir kommen kannst. Dass mein Sohn diese ganze Ungerechtigkeit, diese Lieblosigkeit, diese Selbstbezogenheit in deinem Leben auf sich nimmt, sodass zwischen uns, da ist nichts mehr, sodass du frei bist, zu mir zu kommen. Und das ist ein riesengroßes Opfer, welches Gott gebracht hat. Und das zeigt, wie sehr Gott die Welt wirklich geliebt hat, Johannes 3, Vers 16. Jesus ist der Sieger über den Tod, 1. Korinther 15, Abvers 55. Wo ist Tod dein Stachel? Wo ist Tod dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die frohe Botschaft, dass wir trotz unserer Verlorenheit eine Möglichkeit von Gott bekommen haben, trotzdem mit ihm in Gemeinschaft zu kommen. Und darin zeigt sich, dass er nicht nur gerecht ist, sondern auch noch 100% Liebe ist. Und für diejenigen, die die Frage für sich noch nicht beantworten können, möchte ich sie hier jetzt auch nochmal ganz klar beantworten. Wie komme ich eigentlich in den Himmel? Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an Jesus Christus glaubt, hat ewiges Leben, hat Zugang zum Vater. Jesus antwortete, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Vielleicht fällt dir zwischendurch schon mal auf, dass hier gar nicht so viel davon steht, wie viele gute Werke du tun musst.
sondern hier drin steht, was Jesus für ein gutes Werk getan hat. Und dass, wenn du daran glaubst, dass das dir den Zugang zum Himmel ermöglicht. Epheser 2, 8 bis 9. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Genauso ist es. Amen. Amen. Wenn wir Jesus unser Leben geben, und das ist etwas, was viele nicht so glauben können oder so, weil man denkt oft, ja, aber ich habe ja trotzdem ein schlechtes Leben oder ich bin ja trotzdem so schlecht oder ich bin ja irgendwie, was soll ich denn machen? Ich schaffe es nicht, gegen die und die Sucht anzukommen oder gegen die und die schlechte Verhaltensweise in meinem Leben anzukommen. Die gute Botschaft ist, und dafür gibt es reihenweise Bibelstellen, du musst es auch nicht alleine schaffen, sondern dafür gibt uns Gott den Heiligen Geist, ganz genau. Und wir sind nicht alleine. Wenn Gott von dir möchte und das Reich Gottes sich dadurch ausgedrückt wird, dass wir uns so verhalten, wie es seinem Wesen entspricht, das ist erstmal eine Aufgabe, die können wir von uns aus gar nicht schaffen. Da gibt es gar keine Möglichkeit. Deshalb hat Gott nicht nur die Möglichkeit geschenkt, dass wir in den Himmel kommen durch den Sohn Gottes, sondern dass wir auch noch seinen Heiligen Geist bekommen, Pfingsten, und durch den Heiligen Geist sogar noch die Möglichkeit bekommen, uns mehr und mehr nach seinem Wesen und nach seiner Gerechtigkeit zu verhalten. Und auf einmal das Reich Gottes sich in unserem Leben ausbreitet. Also wenn das kein guter Gott ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Jesus, und ich bete jetzt, dass wir diese Realität annehmen können, Herr. Der Himmel ist real, die Hölle ist auch real. Und Jesus, Vater im Himmel, du hast uns diese Möglichkeit gegeben, zu wählen. Du hast uns einen freien Willen gegeben. Und du hast uns das größte Geschenk überhaupt, das Evangelium gemacht, wo wir entscheiden dürfen, wo wir uns freiwillig entscheiden dürfen, ein Leben mit dir zu führen. Nicht nur erst im Himmel, wenn wir irgendwie hier von der Erde gehen, sondern auch jetzt schon dürfen wir erfüllt von deinem Heiligen Geist dich ausleben und die Realität des Himmels und des Reiches Gottes auch hier schon, ja, schon schmecken und schon erfahren. Und ich bete, Jesus, dass wir in dieser Gemeinde, Herr, wirklich eine Gemeinde sind, die das annehmen kann, die dein Geschenk der Gnade annehmen kann, die dein Geschenk der Liebe annehmen kann, die annehmen kann, dass wir angenommen sind und dass wir auch deinen Heiligen Geist annehmen können. Und nicht nur annehmen, sondern dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dass wir überlaufen von deinem Heiligen Geist, dass wir sprudeln von diesem Leben, was du uns schenkst, Herr. Dieses Leben, was wirklich nicht nur uns selber Leben gibt, sondern die Bibel spricht davon, dass wir überlaufen und dass dieses Wasser des Lebens, dass dieses Leben zu anderen Menschen hinausfließt, Herr. Hinausfließt nach Brunsbüttel, hinausfließt nach ganz Dithmarschen und diese Region verändert. Jesus, diese Region oder was der Feind mit dieser Region vorhatte oder vorhat, Herr, ja, das mag manchmal vielleicht schrecklich sein, was wir alles so sehen und so, alles okay, aber du hast den Sieg über den Tod errungen. Du hast den Sieg über die Finsternis errungen. In dir haben wir Macht, allen möglichen Geistern, Dämonen, was auch immer zu gebieten und sie müssen weichen in deinem Namen, weil dein Name der Name ist, der über allen Namen steht und weil du über allen Namen stehst, Jesus Christus. Du bist wirklich unser Leben, du bist unser Glück, du bist unsere Freude, Jesus. Und ich bete, dass jeder, der diese Botschaft jetzt gehört hat und der vielleicht das erste Mal davon gehört hat, überhaupt sein Leben Jesus zu geben, auch diese Entscheidung jetzt festmachen kann. Und so möchte ich einfach das für dich einmal vorbeten, wenn du über YouTube das schaust und du bist frei, das mitzubeten. Wenn du dein Leben an Jesus übergeben möchtest und du sagst, ich möchte dieses Geschenk auch in meinem Leben empfangen, dann sagst du einfach, Jesus Christus, hier bin ich, so wie ich bin. Du siehst das Chaos in meinem Leben, du siehst den Schmerz, du siehst die Enttäuschung, du siehst die Ängste, die ich habe in meinem Leben. Komm du in mein Herz hinein mit deinem Heiligen Geist und vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Schuld, vergib mir all die Rebellion gegen dich und all die Auflehnung und all die Verzweiflung, die in meinem Leben ist, all den Schmerz, den ich mir und anderen zugefügt habe. Herr, und komm du jetzt in mein Leben und räume es auf, erfülle mich mit dem Heiligen Geist, dass ich mehr so leben kann, wie du es dir vorstellst. Und ich möchte ab jetzt dir nachfolgen. Ich gehöre dir, Jesus Christus. In deinem Namen. Amen. Amen.